Nur noch 30 Jahre bis zur Rente. Aber dafür wird die Blümerente wohl nicht reichen. Da braucht man doch gar nicht lange nachzudenken. Eine Lebensversicherung, was sonst? Alles grundsolide, da kann man nichts falsch machen. Eine Lebensversicherung wie die Titania. Das ist der richtige Dampfer in einen goldenen Lebensabend. Schließlich machen es alle so. Und das Schöne daran, das Schiff verspricht absolute Sicherheit und gilt als unsinkbar. Tatsächlich ist die Lebensversicherung mit über 80 Millionen Verträgen die wichtigste Form der privaten Altersvorsorge. Die Beitragseinnahmen betrugen im vergangenen Jahr 97 Milliarden D-Mark. Sie verfügt über einen Kapitalbestand von über 800 Milliarden D-Mark. Diesen Giganten vertrauen die Kunden ihr Geld blind an. Und das immer wieder Monat für Monat. Was die Lebensversicherung jedoch mit dem Geld macht, bleibt den Kunden verborgen. Ein Teil wird gespart, ein Teil wird für vorzeitige Todesfälle beiseite gelegt und ein Teil geht für die nicht unerheblichen Kosten drauf. Denn um den Versicherungsdampfer am Laufen zu halten, ist eine Menge Personal nötig und das kostet. Natürlich kann das Schiff nicht groß genug sein und alles nur vom Feinsten. Schließlich ist ja genug Geld da. Rund 100.000 Vertreter verkaufen Lebensversicherungen. Für jeden neuen Vertrag bekommen sie als Provision bis zu 2 Jahresbeiträge. Folge für die Versicherten: In den ersten Jahren wird für sie fast nichts angespart. Sie werden auf das Ende der 30-jährigen Laufzeit vertröstet. Bis dahin sollen sie vor allem eines: zahlen. Noch ist ihnen nicht klar, dass die meisten das Ziel der Reise wohl nie erleben werden. Manche stellen schon kurz nach dem Versicherungsabschluss fest, dass sie doch auf dem falschen Dampfer sind. Andere bemerken erst nach einiger Zeit, dass sie sich die Lebensversicherungspassage eigentlich gar nicht leisten können. Der Anteil der vorzeitig ausgestiegenen Versicherten wird jährlich in der Storno-Quote erfasst. So veröffentlichte die Aachener und Münchener Lebensversicherung kürzlich eine Storno-Quote von 7,2%. Vereinfacht dargestellt bedeutet das, wenn jährlich 7% der Verträge storniert werden, ist schon nach 10 Jahren rund die Hälfte der Versicherten weg. Die Auswirkungen solcher Storno-Quoten hat der Hamburger Universitätsprofessor Michael Adams untersucht. Der von den Gesellschaften vorgegaukelte Ablauf von 30 Jahren ist der großer Ausnahmefall. Die meisten Kunden hören vorher auf. Sie erhalten dann nicht nur keine Zinsen, sondern verlieren sogar Geld. Und dies liegt an den jämmerlichen Rückkaufswerten. Tatsächlich bekommen die Aussteiger einen Teil ihres eingezahlten Geldes als sogenannten Rückkaufwert zurück. Doch der ist in den ersten Jahren verschwindend gering. Wer nach einem Jahr kündigt, erzielt eine rechnerische Rendite von -99%. Also fast den Totalverlust. Erst nach 9 Jahren entspricht der Rückkaufwert dem zuvor eingezahlten Geld, also plus minus null. Keine Zinsen. Doch das Geld ist natürlich nicht weg. Nur bekommt es nicht der Versicherte, sondern es bleibt als sogenannter Storno-Gewinn bei der Versicherung. Und das ist nicht die einzige Möglichkeit der Geldvermehrung. Von den Versicherungsbeiträgen kaufen die Lebensversicherungen Immobilien und Wertpapiere. Steigen diese im Wert, müssen sie die Versicherten nicht daran beteiligen. Experten schätzen, dass den Versicherten so vorenthaltene Vermögen, die sogenannten stillen Reserven, auf bis zu 300 Milliarden Mark. Langsam vergehen die Jahre und so ganz langsam steigt auch die Verzinsung des Geldes der Versicherten, die noch durchhalten. Doch endlich am Ziel. Land! Land! Macht sich schnell Ernüchterung breit. Aus der Nähe betrachtet sieht die versprochene Altersversorgung ziemlich bescheiden aus. Nach 30 Jahren bringt die Lebensversicherung eine Rendite von 6,84%. Und das auch nur unter äußerst günstigen Annahmen. Die meisten Versicherungen zahlten in der Vergangenheit deutlich weniger. Andere Formen der Altersvorsorge bringen da ganz andere Ergebnisse.
Die durchschnittliche Rendite von festverzinslichen Wertpapieren betrug in den vergangenen 30 Jahren 7,5%. Bei Aktien lag sie sogar bei 12,1%. Und die Durchschnittsrendite der Lebensversicherung? Der Optimalwert von 6,84% taugt da wenig, denn den bekommt ja nur, wer wie in diesem Beispiel 30 Jahre durchhält, wenn überhaupt. Weil aber ein Großteil der Versicherten das Ziel gar nicht erreicht, ergibt sich eine ganz andere Durchschnittsrendite. Nun, die Rendite ist in jedem Fall negativ. Nach meinen Durchschnittsberechnungen ist sie sogar minus 13,9%. Das klingt natürlich überraschend, beruht aber darauf, dass ja die überwältigende Zahl der Kunden vorher den Vertrag abbricht und deshalb schlechte Verzinsungen erzielt bis hin zum Totalverlust. Also mit minus 13,9% Durchschnittsrendite kann der Neukunde rechnen. Dafür hat er aber die Gewissheit, dass dieser Dampfer niemals untergeht, sondern eben nur die Rendite.